Am 7. August fand auf dem Gelände der regionalen Schule in Klütz das Grillduell statt. Dabei trafen Kinder und Jugendliche auf Politikerinnen und Politiker aus ihrer Umgebung. Eingeladen wurden Vertreter aus Kommunal-, Landes- und Bundespolitik. Im Beteiligungscamp lernen Kinder und Jugendliche Strukturen und Werte der Demokratie kennen und sich für Regionalpolitik zu engagieren. Für uns ist es ein Herzensprojekt, aber wir machen das gerne. Wir haben es ja jedes Jahr und wir freuen uns immer wieder, wenn die Kinder Beteiligung auch mal etwas näher kennenlernen können. Viele sprechen immer von Beteiligung, Kinder sollen ja mitwirken und auch selbstbestimmt erzogen werden. Das funktioniert manchmal nicht so, wie sich das viele vorstellen. Und wir sind, wie gesagt, in dem Bereich Beteiligung unterwegs und wir erklären den Kindern niederschwellig, was Demokratie bedeutet. Bereits seit dem 5. August haben die Kinder und Jugendlichen politische Themen ausgearbeitet und sich Fragen überlegt. Warum führen Länder Kriege? Bekommen wir neue Busse für eine bessere Anbindung? Der stellvertretende Landrat von Nordwestmecklenburg, Ingo Funk, gibt Antworten. Wir müssen schauen, was auch letztendlich fachlich geht. Ne? Also wie wir schon sagten, wir werden nicht mit Sicherheit sofort 24 neue Schulbusse kaufen können oder zusätzliche Schulbusse kaufen können. Aber wir werden zumindest uns die Themen anschauen und das, was machbar ist, werden wir auch umsetzen. Besonders die regionalen Themen interessieren beide Parteien. Einige Kinder möchten sich in Zukunft aktiver für die Regionalpolitik einsetzen. Der Abend endete mit einem gemütlichen Grillen. Im Vordergrund stand dabei der politische Austausch, um zusammen neue Impulse zu schaffen.